Gute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich hoffe, dass ich die Videos jetzt richtig rum hochlade, weil ich habe sie nämlich falsch rum aufgenommen. Ich habe erst Crypt Level 2 gemacht und mache jetzt Crypt Level 1. Aber in weißer Voraussicht auf die nächste Liga, wo wir ja in The Crypt Level 2 den Golden Handjob uns holen müssen für einen extra Skillpunkt, wäre es natürlich auch sinnvoll zu wissen, wie das Layout in Crypt Level 1 funktioniert. Dazu musste ich leider persönlich ein bisschen in GIMP rum photoshoppen und deswegen sieht das alles so sehr speziell aus. Aber ja, wir gehen einfach mal ganz kurz drüber. Ich erkläre euch die Layouts, dann laufen wir die Layouts, so wie es auch in den anderen Videos war. Es gibt in der Regel 4 Layouts. Es gibt einmal ein Layout, mit dem der Waypoint auf dem oberen Bereich ist. Also sprich, wenn ihr reinkommt und der Waypoint oben ist, dann habt ihr das Nord-Layout. Ja? Ihr seht jetzt hier, der Eingang ist im Norden. Und dann habt ihr ein Nord-Layout. Ganz, ganz wichtig zu wissen, bei der Zone ist hier, das Trial ist immer auf der nordöstlichen Seite, also immer hier auf dieser Kante. Ich habe jetzt hier mal so ein Rechteck als quasi Grundriss der Map gemacht. Ne? Wenn ihr im Norden seid, ist quasi das Trial direkt nebendran. Ausgang straight im Süden. Das nächste Layout, was wir uns angucken, da habe ich sogar dazu geschrieben, bei den anderen habe ich es vergessen, ist das Left Side Layout. Sprich, ihr kommt auf der linken Seite rein und habt den Waypoint unter euch. Bedeutet, ihr habt einen Left Side Layout, das heißt, ihr habt hier euren Startpunkt. Trial wieder gleiche Stelle, immer bei allen Layouts. Trial ist auf der gleichen Stelle, was bedeutet, wir gehen an der Top Wall entlang zum Trial und dann von da aus nach rechts unten, um den Ausgang dann zu finden. Nächstes Layout ist dann. Nächstes Layout ist dann auf der Right Side, ja, wenn ihr von der rechten Seite reinkommt und der Waypoint auch wieder im unteren Bereich ist, also nicht über euch, sondern unter euch, ja, dann habt ihr auf dem rechten Eckpunkt quasi euren Eingang, Trial ist direkt über euch und der Ausgang ist komplett auf der anderen Seite. Dazu gibt es noch was zu sagen, aber das kann ich euch nur in-game ein bisschen genauer erzählen. Und zwar zu dem letzten Layout, wenn ihr quasi im Süden startet. Da habt ihr quasi das gleiche Start-Layout. Ja, also ihr kommt von der rechten Seite rein, habt den Waypoint unter euch. Aber ihr habt dann nicht die Möglichkeit, weiter nach Süden zu laufen oder nach Süden zu progressen, was dann bedeutet, dass ihr schon im Süden seid. Was bedeutet, Trial ist dann direkt über euch, ne? Immer wieder das Trial auf der gleichen Stelle und der Ausgang dann nochmal nördlich von dem Trial. Aber das werden wir ja jetzt auch wieder sehen. So. Wir haben jetzt hier, wie gesagt, Right Side Layout, Waypoint ist unter uns. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, entweder wir sind im Osten oder wir sind im Süden. Das müssen wir jetzt erstmal rausfinden. Dazu laufen wir geradeaus und laufen hier hoch und wir sehen schon, ja, wir können hier weiter nach Süden. Das heißt, wir sind nicht im Süden, sondern wir sind im Osten. Wenn wir im Osten sind, müssen wir jetzt als allererstes uns das Lab Trial holen. Aber wir laufen jetzt hier einmal kurz nach oben, da sehen wir es zum Glück schon. Und dann einmal auf die genau gegenüberliegende Seite, ganz nach links in den Westen, um da dann unseren Ausgang in die nächste Ebene zu haben. Und wir haben ihn hier dann auch schon. Zack, so easy ist es. Wirklich sehr, sehr einfach, auch wieder hier zu progressen. Habt ihr auch gerade eben erst gelernt und gerade eben mir auch erst angeguckt. Von daher, die sind wirklich sehr einfach und sehr schnell, sich einzuprägen. Ja, gleiches Layout wieder. Right Side Eingang. Unter uns ist der Waypoint. Wir laufen und gucken, ob wir weiter nach Süden progressen können. Wir sehen, die Wall ist hier fest. Das heißt, wir sind im Süden. Was bedeutet, dass wir jetzt hier einfach quasi uns nach oben hangeln können, bis wir dann hier bei dem Lab Trial sind. Das Lab Trial ist jetzt hier und dann haben wir quasi eine Instanz weiter nach Norden den Ausgang. Ist jetzt ein kleines bisschen doofes Layout gewesen, was das Pathing angeht, aber hier seht ihr dann Ausgang für Crypt Level 2 ist dann im Norden. Perfekt, damit hätten wir schon mal 2 von 4 Layouts abgearbeitet. Hoffen wir mal, dass wir die anderen beiden Layouts auch bekommen, ohne dass ich jetzt wieder Zoom Zoom Magic machen muss. Wir haben hier leider nochmal das gleiche Layout, aber wir werden es trotzdem nochmal durchprogressen, um zu gucken, wegen dem, wie man den Unterschied erkennt. Ja, wir gehen hier geradeaus, gucken, können hier definitiv nach Süden, was uns indicated, dass wir eben im Osten sind. Was bedeutet, das Trial ist direkt hier neben uns quasi. Ja, also wie gesagt, Trial ist immer von der Position her an der gleichen Stelle und dann einmal quer durch den Raum für unser Ausgang in die nächste Zone. So, ich laufe jetzt gerade mal die Ebene hier wieder zurück, weil das
glaube ich, schneller ist als die Loading-Screens von EU-Servern. Und restartet dann nochmal die Zone, bis wir eins der neuen Layouts haben. Ja, in der Zwischenzeit, ne, könnt ihr mir ja mal wieder in die Kommentare schreiben, was ist euer League-Starter und vor allem, was ist eure Starting-Strategie? Also was werdet ihr am Anfang von 3.25 farmen? Weil es wurden ja auch wieder ein paar Sachen geändert und ein paar Sachen, die neu dazugekommen sind, würde mich immer sehr, sehr interessieren. Schreibt mir das dann einfach in die Kommentare. Da haben wir das nächste Layout. Jetzt haben wir hier Left-Side-Layout, auch wieder hier mit dem Waypoint unter uns. Was bedeutet, wir sind auf der westlichen Seite, westliche Seite, und dafür müssen wir uns nach also oben an der Wall entlang hangeln, dass wir dann zu dem Trial eben entlang kommen. Das ist eins zu sehr weit oben. Ihr habt hier immer so einen Sarkophagraum. Ja, der ist relevant für Akt 7, aber nicht für Akt 3. Den kann man ein bisschen vorspähen. Ja, das ist eine kleine Sackgasse, aber das ist nicht weiter wild. Aber ihr seht jetzt hier, da habt ihr jetzt so einen großen leeren Raum, sage ich mal, da hinten dran. Da hinten dran irgendwo ist euer Lab Trial. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal quasi so ein Hufeisen laufen. Ja, also einmal nach unten und dann, sobald wir können, wieder nach oben, dass wir dann hier zu unserem Lab Trial kommen und dann vom Lab Trial aus einfach nach rechts unten laufen und da dann den Ausgang für die nächste Ebene. So, alles, was uns jetzt noch fehlt, ist jetzt noch das Nord-Layout. Für das Nord-Layout hoffen wir natürlich darauf, dass wir einen Left-Side-Eingang haben mit dem Waypoint über uns. Wir probieren es noch ein, zwei Mal. Ansonsten werde ich jetzt hier auch wieder den Timeskip machen. Und perfekt, da haben wir jetzt das Left-Side-Layout mit dem Waypoint über uns. Was bedeutet, dass wir jetzt im Norden sind. Ja, also wir sind ganz oben an der Map. Und wir müssen jetzt von hier aus ein klein wenig einfach nur nach unten laufen, dass wir direkt in das Lab Trial kommen. Werden wir auch mal machen. Hier neben sehen wir sogar schon das Lab Trial. Das ist definitiv das längste Layout, weil man eben am meisten laufen muss. Hier einmal Lab Trial und jetzt von hier aus einfach komplett in den Süden für den Ausgang in Level 2. Und da könnt ihr euch einfach quasi quer durchhangeln. Und da sehen wir es jetzt schon. Ja, ich glaube, nee, hier nicht. Eins weiter unten rum. Und da sehen wir schon, da haben wir dann den Eingang zu Crypt Level 2. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr in Crypt Level 2 durchkommt, weil dazu gibt es natürlich auch ein Video, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, teilt dieses Video mit euren Freunden, die die Layouts auch definitiv lernen sollten, weil sie viel zu langsam in der Kampagne sind, und schaut euch dann das neue Video an. Vielen Dank fürs Zusehen, ich wünsche euch einen schönen League-Start und bis zum nächsten Mal. Tschüss!